You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, ich habe hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Hexenmeister Let's Play und der letzten Folge vorerst mal bis zum Shadowlands Release, beziehungsweise ist ja heute, wenn ihr das Video seht, das heißt heute auf morgen, denn 23 auf den 24. natürlich, weil nach... die heißen Rare ab. Weil nach wie vor anscheinend so viele Leute die Uhr nicht können, weil das ist so eins der meistgefragten Dinger, immer jedes Mal vom Add-on-Release. Da das Ganze am 24. für uns released, weil wir eben hier in einer anderen Zeitzone sind. US ist 23. haben wir am 24. um 0 Uhr den Release. 0 Uhr ist der Beginn des Tages, das heißt vom 23. auf den 24. Wer das bis heute noch nicht ganz verstanden hat, erkläre ich immer wieder gerne. Ansonsten reden wir natürlich heute nochmal über Shadowlands und auch darüber, dass ich jetzt dann, wie gesagt, erstmal eine bis zwei Wochen vermutlich hier keine Videos hochladen werde. Ich tippe mal, die erste Woche ist sowieso safe. Das heißt, die Woche, wo ihr das Video seht, wird wahrscheinlich kein Video kommen. Dafür werde ich aber streamen, einfach auf twitch.tv/yami vorbeischauen. Ich streame da, ja, immer sobald ich aufstehe, werde ich halt einfach so lange streamen, wie es mir halt gerade gut geht. Wie gesagt, ich habe nach wie vor noch Probleme halt mit mentalen Stuff und Co. Deswegen will ich mich halt nicht zu sehr reinstressen, sondern ich schaue halt einfach, solange es mir halt halbwegs geht, werde ich streamen. Und wenn es nicht geht, werde ich halt Stream ausmachen, aber ich tippe mal, sollte halbwegs hinhauen. Momentan fühle ich mich eigentlich ziemlich gut. Ich mache das entweder eine oder zwei Wochen. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Wie gesagt, ich schaue da einfach, wie es mir geht. Kann auch sein, dass ich vielleicht eine Woche streame und dann eine Woche quasi gar nichts mache. Also gar nicht streame oder sonst irgendwas. Oder vielleicht nur ganz zwischendurch mal ganz kurz. Das überlege ich mir noch. Und danach werden wir ganz normal weitermachen. Das heißt, ab der quasi 7., ab dem 7. normalerweise sollten wieder normal die Videos folgen. Und dann starte ich wahrscheinlich auch mit dem ein oder anderen Format nebenbei. Wir schauen auch gleich die Briefe, habe ich natürlich nicht vergessen. Das pingt jetzt so, das habe ich noch gar nicht gesehen. Werden wir natürlich auch die Briefe noch ansehen. Aber ich fange dann auch die anderen Formate an. Das heißt, die Soloing-Sachen kommen dann auch. Und ich versuche dann auch nebenbei noch die anderen Videos weiterzumachen, wie halt Rufguides und Co. Kann sein, dass vielleicht zwischendurch das ein oder andere Shadowlands-Video kommt. Wahrscheinlich auch, also in irgendeiner Art und Weise. Ich werde schauen, dass ich da vielleicht mal ein bisschen durchwechsel und schaue, dass ich mit dem Content ein bisschen variieren kann. Hier sind gerade alle Rares ab. Dann werden wir uns die natürlich gönnen. Ich lag gerade ein bisschen, weil ich upload nämlich nebenbei gerade noch ein Video. Das dauert gerade noch ein bisschen. Ich muss nämlich gerade ja, so ein bisschen die Festplatte ausmüllen, falls ich irgendwas recorden will halt zwischendrin. Weil ich habe jetzt immer bei den Streams, wo ich halt Random Games gespielt habe, habe ich jetzt immer mitrecorded und da kommt halt so viel Stuff zusammen. Und wenn ich das dann hochladen muss, dann, wenn das so ein 3 bis 5 Stunden Video ist oder so, das dauert dann erstmal, ich weiß nicht, 3 bis 5 Stunden zum Hochladen dann auch. um den Dreh. YouTuber ist mir extrem langsam, die lassen da überhaupt nicht volle Bandbreite zu, immer wenn du da irgendwas hochladen willst, aber egal. Nichtsdestotrotz werden wir dann natürlich dann schauen, wie wir das Ganze angehen. Und wie wir da dann in Zukunft weitermachen. Aber wie gesagt, ich weiß halt noch nicht, was für eine Art von Shadowlands-Videos ich dann genau mache. Das Ding ist, ich werde natürlich wieder so Mount Guides und andere Sachen random abdecken. Oder hab's zumindest vor. Wie gesagt, ich kann momentan halt nichts garantieren. Es ist immer, wie es mir geht halt. Schaue ich, dass ich halt Stuff mache nebenbei und werde da einfach schauen, dass ich da zu den ganzen Sachen wieder überall Videos mache. Also zu den vielleicht zu den kleinen Events, die es von den ganzen Covenants gibt. Habe ich mir gedacht, oder halt zu den ganzen Solo-Sachen, vielleicht Torgast-Videos und Co., alles, was euch in irgendeiner Art und Weise interessieren kann. Ich dachte mir auch, dass ich da mal ein bisschen ja, mehr durchprobiere und mich halt in dem Sinne mal ein bisschen mehr traue, weil, ja, ich bin da irgendwie, das hatte ich am Anfang bei YouTube, war ich das Problem nie, sondern ich habe wirklich einfach das hochgeladen, was mir halt gefallen hat und mit der Zeit wurde es dann irgendwie so, obwohl ich nie das Feedback in dem Sinne bekommen habe, aber mit der Zeit habe ich mir da eingebildet, ich soll nur das und das hochladen, weil das ist, das gefällt euch im Endeffekt oder wollt ihr gerne sehen. Und wenn ich da was Neues ausprobiere, dann, auch wenn, selbst wenn ich jetzt was Neues ausprobiert habe, hat es jedes Mal geklappt. Aber das ist immer so der mentale Aspekt dahinter, wo ich mir dann jedes Mal wieder Gedanken mache, ob ich das jetzt hochladen sollte, ob ich das jetzt machen sollte. Und das ist immer so ein bisschen mein eigener Struggle, aber ich schaue, dass ich mich da mehr überwinde und dass wir da mehr haben. Eins davon, wo ich mich ja schon mal überwunden habe, sind ja schon mal die Solo-Guides. Die sind eigentlich alle bis Warlords of Draenor mal fertig. Die release ich aber nur wöchentlich. Das heißt, das wird sich einige Zeit hinziehen, bis da alle oben sind wieder. Natürlich, dass halt einfach regelmäßig auch Content da ist am YouTube-Channel. Also nicht wundern. Schauen wir mal, ob der Rare auch noch da ist. Der ist 100% auch ab da drin. Ich sehe schon Nameplate, oder? Nee? Doch, ist da. Nevermind, das ist er. Ja, das Gerät, Alter.
Das werde ich nach und nach releasen und da habt ihr dann die ganzen Solo-Dinger wieder mit am Start. Das ist jetzt nicht unbedingt für alle interessant, aber das habe ich ja schon die ganze Zeit gesagt. Das sind halt mal die alten Solo-Raids. Ich fange halt von Classic an und release dann alles nach und nach bis halt zum aktuellen Stand. Hab da schon alles bis auf Waters of Draenor fertig aufgenommen und Legion mache ich dann halt während Shadowlands. Aber wie gesagt, bis das mal ja alles durch hochgeladen ist, vergeht erstmal einiges an Zeit. Und währenddessen habe ich halt immer die Zeit, dass ich noch andere Videos mache, weil dann habe ich schon mal wieder das ein bisschen besser für mich geregelt und auch für euch, dass da halt regelmäßiger Content kommt und ich mich nicht unter Stress setzen muss oder sonst irgendwas, sondern hab da halt, ja, ich muss mir da mal einen besseren Plan machen und halt das irgendwie schon im Vorhinein recorden. Aber gerade bei so Sachen wie beim Let's Play und so weiter, ich will das halt immer so knapp wie es geht halt vorrecorden. Warum? Weil ich halt gerne irgendwie über aktuelle Themen hier rede. Wenn es halt irgendwas Neues gibt, wie halt jetzt den Shadowlands Release oder wie sonstige Sachen, was halt so passiert sind bisher immer. Ich mag das einfach, wenn ich da irgendwie aktuell über die Themen halt reden kann und finde das natürlich immer sehr, sehr geil, weil das ist halt das, was ziemlich gut ankommt und was mich persönlich halt am meisten interessieren würde, wenn ich es ansehe, weil das ist immer das, wovon ich halt ausgehe, wenn ich irgendwie ein Video mache. Und da werde ich natürlich schauen, werde natürlich auch weiterhin den Highlight-Channel nebenbei betreiben. Wie gesagt, Highlight-Channel ist nur just fun, das ist halt für mich selber so ein Projekt, der nicht monetarisiert ist, sondern der ist einfach nur, ja wie gesagt, einfach so ein Hobby, wo ich einfach alles Mögliche hochlade, was mich irgendwie interessiert. Ich weiß, dass euch anscheinend da immer Vlogs und so über mich irgendwie extrem interessieren, weil das ist fast das, was irgendwie wie krank geklickt wird oder wenn es halt auch um WoW geht oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass euch das interessiert, aber ich schaue halt, wie gesagt, ich mache da wirklich das, was ich gerade will. Und wenn es halt mal ein Vlog ist, dann ist es ein Vlog. Ansonsten sind es halt die ganzen random Videos, die jetzt nicht unbedingt viele Leute interessieren, wie so die Playthroughs aus dem Stream oder so irgendwas. Ist mir schon klar, dass das dann kaum irgendwen interessiert, aber für mich ist das halt irgendwie so, ich will das halt einerseits auch für mich einfach archivieren, weil es halt irgendwie, gerade bei Twitch wegen dem ganzen DMCA-Kack, wer das gerade alles mitbekommen hat, ich meine, da habe ich eh schon ausführlich darüber geredet. Im Stream, achso, ich habe ihn noch mit dabei. Da habe ich schon ausführlich drüber geredet im Stream. Da ist ja das Problem, dass YouTube das ein bisschen besser geregelt hat und jetzt würde ich halt gerne da, nicht unbedingt alle Worts, aber halt so die Random Games und alles, was halt nicht irgendwie für mich alltäglich ist, dass ich das halt einfach abspeichern kann und dass man sich das jederzeit wieder anschauen kann und da kann ich dann halt auch Highlights besser erstellen oder wenn irgendwer aus der Community wieder irgendwelche Memes oder sonst irgendwas machen will, dann hat er halt da einen besseren Zugriff, weil das halt höhere Qualität ist halt quasi die Stream-Wiedergabe, weil Livestreaming ist halt irgendwo von der Qualität ein bisschen limitierter, weil halt gerade weil ich mit LTE streame und so ist das ein bisschen problematischer, weil ich halt mehr Paketverlust habe. Und da kann ich generell nicht so eine Quali rausstreamen. Und ja, da kann man halt da auch wieder was draus bauen. Zum Beispiel Dubstep hat die letzten paar Mal oder die letzten zwei Jahre hat er zum Beispiel die Stream-Highlights und so gemacht. Ich schaue, dass ich da vielleicht selber auch was mache, dass ich da halt ein paar von den Random-Game-Highlights und so weiter zusammenschneide. Und dass ich das nochmal mache, das kann man dann zum Beispiel auch anhand von den Videos machen, weil die kann ich halt leichter wieder downloaden und Co. und braucht das dann bei mir irgendwo am PC mit 1000 Festplatten irgendwo zwischenspeichern. Deswegen finde ich das natürlich sehr, sehr angenehm. Aber, ich meine, könnt ihr ja sonst Meinungen immer jederzeit in die Kommentare hier unten reinschreiben. Ansonsten natürlich, Shadowlands steht an. Wir schauen auch ganz gleich zum Briefkasten. Ich vergesse hier gerade die ganze Zeit. Haben wir hier hinten Briefkasten? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich könnte mal ganz kurz schauen. Mir kam vor, dass hier irgendwo ein Briefkasten stand. Habe ich das nicht sogar eingezeichnet? Sonst müssen wir ganz kurz zur anderen Base überhaupt rüberfliegen, weil so ansonsten gibt es nämlich hier gerade in der Nähe gar keinen. Ich glaube sogar, hier war gar keiner, oder? Mir kommt vor, hier habe ich schon mal geschaut und war schon mal enttäuscht. Egal, ich fliege mal ganz kurz rüber, dann schauen wir zunächst mal, was die Briefe sind, ne, dass ich da irgendwas erzähle gerade nebenbei und dann wird es halt im Brief genau angesprochen. So, na dann, schauen wir gleich mal rein. Zwei Briefe haben wir am Start. Einmal für Miyuki Gold, Fragezeichen. Hey Shyam, ich spiele zwar schon ich spiele schon ewig, aber ich habe nie wirklich viel Gold. Ich bin die ganze Zeit zwischen 200 bis 300k, also ganz in Ordnung. Mache immer die Warquest, wo man die 2k bekommt und auch die Vision von Nesoth. Im H verdiene ich auch immer ein bisschen. Ich weiß, dass man am Anfang vom nächsten Addon gut Gold machen kann. Hast du sonst noch einen Tipp, wie man Gold machen kann? Mit den alten Raids geht es leider nicht mehr. Habe auch oft alle Draenor-Raids gemacht, wie du schon mal gesagt hast. Bleib so. Vielen, vielen Dank für den Brief. Da ist ein bisschen umfangreicher, da können wir dann mittendrin nochmal ausholen. Ich nehme mal den Brief mit zur Sicherheit, antworte ich gleich noch drauf. Gandobar Verstärker. Hey Flo, danke für die tollen und aufschlussreichen Videos. Für mich als Casual, der immer mal wieder WoW zockt, sind die oft sehr hilfreich. Wie findest du die Änderung am Verstärker-Schaman? Wenn ich das richtig verstanden habe, spielt er sich wieder mehr so wie früher, quasi als Kampfmagier. Wenn ich vor Release noch genug Zeit habe, werde ich noch einen hochzwinken. Weiter viel Erfolg und Spaß. Dankeschön.
Enhancer Changes sind ganz cool, ehrlich gesagt. Mag ich wirklich sehr. Ich fand, im BFA war der Playstyle halt, oder BFA und Legion war der Playstyle vom Enhancer halt einfach 24-7 Stormstrike drücken, weil du so viele Procs hattest. Jetzt ist die Rotation ein bisschen ungewohnt noch. Ich habe noch nicht allzu viel Enhancer gespielt, aber jetzt ist die Rotation ein bisschen ungewohnter, weil du tatsächlich mal mehrere Tasten drücken musst als Verstärker-Schamane. Der baust halt wirklich alles ein. Also du hast halt einmal Crash Lightning, also die Blitze, die von oben runterkommen, ist einmal in der Main-Rotation drinnen. Du hast deinen Stormstrike, du hast Lava Lash, dann musst du schauen, dass dein Debuff abbleibt, also dein Flammenschock-Debuff. Und wenn der Flammenschock-Debuff ab ist, der teilt sich ja die Abklingzeit mit Frostschock, aber solange der ab ist und halt nicht kurz vorm Auslaufen ist, newst dann halt immer Frostschock noch in der Rotation. Wenn du die Rote sogar richtig machst, also 1-1 richtig machst, dann hast du eigentlich so gut wie keine Downtime. Natürlich auch noch schauen, dass du halt das Totem stellst. Windfield-Totem ist natürlich wieder cooler Gruppensupport, der zurück ist. Spielt sich sehr, sehr cool, aber für mich, weil ich es halt so gewohnt war, jetzt zwei Addons, also fast 4 Jahre lang, denselben Playstyle am Enhancer. Und jetzt ist halt ein bisschen ungewohnt, da muss ich erst ein bisschen reinkommen. Aber alles in allem finde ich es besser. Vor allem mit Mahlstrom und Kohl, du nutzt ja dann immer deinen Mahlstrom, da wartest du circa bis du zwischen 6 bis 8 Stacks hast, du willst immer nie 10 Stacks erreichen. Und wenn du Mahlstrom hast, dann usest halt wieder deinen Blitzschlag mittendrin. Und das ist halt die komplette Rotation vom Enhancer. Ansonsten spielt sich wirklich sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Also gibt wirklich nicht viel Unrundes dabei. Vor allem muss man sagen, man hat ja noch die Legendaries, die man jetzt dann mit Shadowlands, heute ja Release, heute auf dem Morgen, hat man ja die Shadowlands Legendaries dann noch, der verändert noch ein bisschen was an der Rotation. Dann haben wir die Conduits, verändert auch noch ein bisschen was an der Rotation. Und dann hast du natürlich im späteren Verlauf wieder höhere Secondaries, vor allem Tempowertung und Co., was dann die globale Abklingzeit von Fähigkeiten nochmal runterdrückt. Und dann spielt es sich natürlich noch runder. Das ist halt am Anfang von dem Add-on oder am Ende des anderen. Spielen sich Klassen dann, gerade wenn die Changes drin sind, immer ein bisschen unrund, aber das wird dann wieder im Laufe von zukünftigen Updates und Co. Und da bin ich sehr, sehr hyped, gerade, weil Enhancer gefällt mir wirklich gut. Aber ich muss auch sagen, dass mir Ele momentan extrem viel Spaß macht und Heal tue ich auch noch immer. Also Heal Schamane ist immer noch mein allerliebster Heiler zum selber spielen. Deswegen Schamane gefällt mir momentan sehr, sehr gut. Gibt eigentlich keine Klasse, die mir gar nicht gefällt. Es sind also die üblichen Verdächtigen bei mir, die ich nicht mag, so wie Eule und Unholy DK. Sind einfach Klassen, mit denen ich mich nie wirklich extrem gut anfreunden konnte. Ab und zu macht es mal mehr Spaß, ab und zu mal weniger Spaß. Es ist halt immer so gerade, ja, wie bin ich gerade drauf? Wie fühle ich die Klasse gerade? Aber meistens sind es halt jeder bei mir die anderen Klassen, die mir Spaß machen. Es sind immer so ein paar außenliegende Klassen, die immer so zwischendurch kommen oder wo ich dann denke, jetzt investiere ich mal mehr Zeit und kaum investierst ein bisschen mehr Zeit in die Klasse, siehst auf einmal, wie lustig die Klasse tatsächlich sein kann. Zum Beispiel mochte ich früher absolut Schurken gar nicht vom Playstyle, also überhaupt nicht. Und seit Ende Legion bzw. Anfang BFA hat mir Rogue immer mehr und mehr gefallen, habe dann immer mehr und mehr gespielt, habe dann Asse irgendwie für mich lieb geworden. Beziehungsweise Sub auch schon eigentlich mehr in Legion vor, dann Meucheln mehr mit BFA und jetzt Sub und Meucheln. Outlaw ist nicht so mega meins, wobei ich würde gerne mehr Outlaw spielen. Das Problem dabei ist eher, kann man das skippen? Kann man nicht. Das Problem bei Outlaw, also Gesetzlosigkeit, ist eher, für beide anderen Specs brauche ich Dagger und für Outlaw brauche ich das einzige Schwerter und dann, ich spiele halt alle 12 Klassen und es ist für mich immer irgendwie schwierig, dass ich dann da auch noch schaue, dass ich halt da alle Waffen, damit ich alle Specs spielen kann und so weiter habe. Aber schauen wir mal, wie das Ganze dann in Shadowlands abläuft, wie wir das dann ein bisschen timen können. Ansonsten nochmal zurück zum anderen Thema, und zwar Gold war das Thema. Goldfarm interessiert natürlich immer alle wie wahnsinnig. Es gibt so viele Gold-Channels auf YouTube, wo man alles mögliche ansehen kann. Ich meine, Deutschsprache ist natürlich Goldgoblin gut dabei oder Exodus, glaube ich, spricht man seinen Namen aus, ich vergesse immer wieder. Das könnt ihr da sonst vorbeischauen. Ich gebe auch immer gerne Gold-Tipps, aber ich mag solche Gold-Guides immer nicht. Ich habe früher mal ein paar Videos dazu gemacht, aber die Leute, die man teilweise damit unlockt, sind halt nicht unbedingt die Leute, die ich in meiner Community haben will. Ansonsten ist es eigentlich beim Goldfarben ziemlich simpel. Man muss nämlich sagen, wenn man eins lernt, was man wirklich mitnehmen kann, egal wo, man lernt einiges in Spielen generell, was man fürs echte Leben halt umsetzen kann. Aber was man wirklich gut umsetzen kann, das sind natürlich die Wirtschaftskenntnisse, die man sich in WoW auch aneignen kann. Davon muss halt immer ausgehen, dass du halt schauen musst und selber checken musst, was halt bei dir gut geht. Du kannst halt hergehen und schauen, welche Materialien und Co. bei dir im Auktionshaus sind. Nehmen wir mal einfach ein ganz normales Beispiel her.
Sagen wir mal, du bist zum Beispiel, ich weiß nicht, du bist Lederverarbeitung mit deinem Charakter und du bist Kürschner mit deinem Charakter. Was könnte das dann erste machen? Könnte man ins Auktionshaus schauen und könnte dort unter Materialien gehen. Und dann schaue ich einfach mal, gebe ich einfach oben Leder ein und schaue mal alles durch. Ich kann es euch leider nicht zeigen, weil ich auf dem Account hier das Auktionator mounted habe. Gibst halt einfach mal Leder ein. Dann siehst du die ganzen Preise für zum Beispiel Leder. Dann schaust mal durch, was das Leder gerade wert ist. Vielleicht hast du noch was vom Questen. Vielleicht lohnt sich irgendwas zu farmen, weil es mehr wert ist. Dann siehst du zum Beispiel, dass gewisse Dinge mehr wert sind. Und dann musst du halt rausfinden, woher man die farmt. Ist es aufwendig, das zu farmen? Dann kann man selber mal probieren, wie viel Zeit muss ich investieren, damit ich halt das farmen kann, mir das erarbeiten kann. Und lohnt sich das quasi als Preis, den ich dann schlussendlich reinholen kann? Dann könnte ich schauen, es gibt verschiedene. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Scherbenwelt her. Ich gehe in Scherbenwelt, sehe zum Beispiel, ich weiß nicht, bei unserem Server letztens Knotenhautleder, war das Beispiel, was ich im Stream genannt habe. Knotenhautleder kostet bei unserem Server circa, ich weiß nicht, 5 bis 9 Gold pro Stück. Und das schwere Knotenhautleder in dem Sinne war für 200 Gold das Stück drinnen. Ich brauche aber für ein schweres zum Beispiel nur 5 Stück vom normalen Leder. Könnte ich also zum Beispiel einfach einkaufen, umarbeiten und wieder reinstellen. Natürlich ist immer ein Gamble mit dabei, ob ich es jetzt verkauft kriege oder nicht. Das ist natürlich immer ein Risiko, egal wo. Und dann kann man halt einfach schauen. Dann kannst du genauso schauen, habe ich vielleicht Rezepte? Sind irgendwelche, könnte man durchschauen, ob teure Rezepte im Auktionshaus sind. Und vielleicht habe ich da mal ein Rezept erbeutet davon. Vielleicht könnte man schauen, das Rezept kostet im Durchschnitt 150.000, aber ich kenne das Rezept bereits. Dann könnte ich bei mir mal schauen, Lederverarbeitung, kann ich das herstellen? Was brauche ich für Mats dafür? Wie viel kosten mich die Mats? Was ist der Arbeitsaufwand dahinter, um das zu farmen? Und dann könnte ich wieder schauen, lohnt sich das für mich? Dann kann ich es natürlich herstellen, können es wieder ans Sahar stellen. Das heißt natürlich wieder nicht, dass man es instant verkauft bekommt. Der Preis oder Value vom Item bleibt ja trotzdem. Nur es dauert halt teilweise mal ein bisschen, bis man es verkauft kriegt. Gerade bei Transmog kann es natürlich immer länger dauern. Hat aber meistens dann dementsprechend die höheren Preise. Dann natürlich am Anfang vom Add-on, jetzt heute auf morgen Shadowlands Start, können wir zum Beispiel Kräuterkunde, Bergbau, Lederverarbeitung alles machen, Mats farmen und direkt immer ins Auktionshaus schnellen, so schnell wie es geht. Warum? Weil viele dafür gehen, dass sie die Berufe instant pushen und einfach alles rauskaufen, was drinnen ist. Ist nichts Neues, ist bei jedem Add-on dasselbe gewesen bisher. Das kennen wir mittlerweile schon zu gut, dass die Leute das immer und immer wieder machen. Und das könnte man zum Beispiel machen. Das waren jetzt nur mal ein paar Beispiele. Es gibt natürlich noch bei Weitem mehr. Es gibt einfach so viele Sachen, die man farmen kann. Wie gesagt, du lernst halt was fürs echte Leben nebenbei, weil das ist ja nichts, was man jetzt nur aufs Spiel anwenden kann. Aber Flo, wie kann ich mit dem Wissen jetzt irgendwas im echten Leben verdienen? Du kannst hergehen und könntest zum Beispiel, keine Ahnung, IRL schauen. Was kann ich für Materialien billig einkaufen? Ja, du kannst auch im echten Leben Dinge einkaufen, wie keine Ahnung. Metalle, Plastik oder sonst irgendwas. Vielleicht kannst du damit wieder was machen. Gibt genug Leute, die damit ihr Geld verdienen. Weil er letztens auch so eine weirde Diskussion hatten im Stream, weil einer das nicht ganz verstanden hat, wie man das jetzt ins echte Leben umsetzen kann. Kannst genauso im echten Leben halt Dinge einkaufen, schauen, ob du die Sache wieder irgendwo anders verkaufen kannst. Zum Beispiel billig Metalle einkaufen bei irgendeinem Schrottplatz oder sonst irgendwas. Kann ich die Metalle wieder aufarbeiten? Kann ich die dann weiterverkaufen an andere Firmen und so weiter und so fort? Das gibt's halt genauso im echten Leben. Genauso arbeiten Firmen. Nochmal ein anderes Beispiel zu nennen. Deswegen, Gaming-Wissen lässt sich natürlich auch genauso aufs echte Leben immer anwenden und lohnt sich halt immer, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst und das Ganze halt versteht mit Angebot und Nachfrage. Beziehungsweise Angebot und Nachfrage sollte man eigentlich, haben wir auch schon mal irgendwann diskutiert vor ein paar Jahren, sollte man eigentlich ausführlich in der Schule durchnehmen, wie das Ganze funktioniert. Und wie man Preise setzt und Co. Ansonsten schweife ich gerade ein bisschen ab. Ich glaube, das sollte mal ein bisschen helfen, Gold zu machen. Gerade in Shadowlands kannst du natürlich wieder schauen, gerade bei neuen Rezepten und Co., was ist das wert? Bei neuen Sachen ist natürlich immer das Problem, alle sind im Shadowlands-Hype. Es werden sehr viele Leute sein, vor allem die ersten ein bis maximal drei Monate. Dann nimmt die Spielerschaft natürlich langsam wieder ab, so wie es halt immer ist. Es ist halt immer der Hype, der ein Spiel was ein Spiel halt mitbringt. Vielleicht auch schon nach einem Monat, weiß man ja nie. Und da ist halt das Problem, dass zum Beispiel auf einmal mega viele Leute da sind. Alle haben zum Beispiel gewisse Berufe, alle stellen dieselben Sachen her. Zum Beispiel, bestes Beispiel sind die Legendary-Items dann. Wenn man die Legendary-Rezepte für die normalen, legendären Sachen, die man dann herstellt, relativ einfach bekommt, natürlich wird das jeder farmen, weil das so das Einfachste ist, was du kriegen kannst. Was passiert aber dann? Angebot und Nachfrage natürlich. Umso mehr Angebot da ist, umso weiter droppt der Preis runter. Dementsprechend dumpen sich die Leute da dann selber runter. Und ja, Legendaries werden am Anfang ganz, ganz viel wert sein für die ersten paar Leute, die ganz oben sind. Und je nachdem, wie schwer die Rezepte und Co. zu kriegen sind, wird es natürlich relativ fix dann im Preis fallen. Und ja,
dann kannst du wieder nicht mehr so viel umsetzen, außer du hast dann wieder genug hergestellt und hast höhere Ränge und dann können die Leute gleich höhere Item-Level herstellen und so weiter und so fort. Aber gerade am Anfang, ich hoffe, du verstehst gerade, worauf ich raus will, gerade am Anfang kann man damit dann meistens weniger Geld umsetzen als mit den Materialien an sich. Da sind die Materialien dann meistens mehr wert als die anderen Dinge. Das sollte mal halbwegs helfen, um Gold zu machen, würde ich mal schätzen. Da kann man nämlich relativ viel damit machen dann. Bei mir, die letzten Dinge, war es zwar nicht so schlecht. Ich meine, alles, was ich farme zum Beispiel, jetzt farme ich dann nicht mehr so viel Gold. Das ist jetzt mit Anfang vom Addon nochmal ein bisschen, also heute auf morgen dann vielleicht nach dem Leveln oder so, ich weiß noch nicht. Werde ich ein bisschen farmen, aber ansonsten, das, was ich jetzt die letzten Tage gefarmt habe, ich farme mit Proxy Gold. Ich kann euch leider nicht genau sagen, wie wir Gold machen oder mit was für Sachen exakt wir Gold machen. Läuft natürlich alles aufs gleiche Thema raus wie gerade eben. Aber das Ding ist halt, dass der halbe Stream bzw. meine halbe Zuschauerschaft auf meinem Server spielt und ich mir dann quasi selber das Geschäft kaputt mache. Und wir wollen da noch ein bisschen was rauswirtschaften vorerst. Aber wie gesagt, es läuft das gleiche Prinzip raus. Also wer ein bisschen nachdenkt und sich da ein bisschen umschaut, sollte eigentlich relativ schnell realisieren, wie wir das Ganze auch machen. Weil zum Beispiel die letzten Farms, die wir hatten, waren bei mir, der eine war, glaube ich, 40.000 in einer halben Stunde. Das heißt 80.000 pro Stunde. Und der andere war 90 oder 110.000, glaube ich, die Stunde. Wobei es halt immer mit relativ viel Aufwand dann verbunden und mit relativ viel Spielwissen, was dahinter steckt, damit du halt relativ schnell an solche Sachen kommst. Aber ist eigentlich in der Theorie für jeden machbar. Aber gehen wir dann drauf ein, wenn wir fertig sind, weil dann ist es mir wieder egal. Weil das ist gleich wie damals, wo Frax und Antares und Co. im Stream angefangen haben, Gold zu farmen und dann halt im Stream drüber geredet haben. Und auf einmal, das war damals mit dem Teamog-Farm und so weiter. In was? Ende Legion? Anfang Legion oder Ende WoD? Ich weiß gar nicht mehr. Dann auf einmal alle angefangen haben und auf einmal war der Markt bei unserem Server so überfüllt, dass einfach keiner mehr was verkauft hat. Die Preise sind gedroppt bis zum geht nicht mehr. Das ist ja halt immer das Problem dann, dass man darüber halt dann nicht unbedingt reden kann, weil man sich halt dann selber den Markt komplett zusammenhaut. Aber so viel dazu. Jetzt nochmal zurück zu Shadowlands natürlich. Alle hyped, hoffentlich. Ich hoffe, ihr freut euch genauso auf Shadowlands wie ich. Ich bin immer noch mega hyped. Ich kenne natürlich die meisten Systeme schon. Und da können wir auch gleich eins von den Dingen ansprechen, was mit Shadowlands kommt. Das ist ja was sehr, sehr Ungewohntes für Leute. Und zwar kann ich jetzt schon callen. Könnt ihr mich quoten drauf. Und zwar, dass so viele Leute rumweinen werden, dass in Shadowlands kein Content drin ist. Warum? Oder warum gehe ich davon aus? Und zwar, weil der meiste Content in Shadowlands optional ist. Also du musst ihn nicht machen. Das ist der Main-Grund, warum viele wieder glauben, dass da nichts im Spiel drinnen ist. Weil jetzt haben wir seit Warlords of Draenor? Eigentlich? Ja, seit Warlords of Draenor, wo mehr oder weniger immer ziemlich viel Content war, den man quasi einfach folgen muss. Mit WoD fällt mir halt spontan die Ring-Quest-Reihe ein, zum Beispiel fürs Legendary, wo du einfach gesagt kriegst, das machst du jetzt, dann kannst du es machen, dann folgst der Quest und dann kriegst du nach und nach deinen Stuff. Nur jetzt ist es halt so, in Shadowlands gibt es das genau noch so, aber es ist sehr, sehr wenig. Es ist halt einmal das Ruhmsystem ist aber capped, das ist nicht sehr viel Aufwand und wir haben Torgas. Das sind die einzigen zwei Sachen, die man machen sollte, wenn man an Charakterpower interessiert ist. Also dass wirklich der Charakter stärker wird, dass man mehr Schaden macht etc. Dafür sind diese Systeme da. Und das wird halt dazu kommen, weil das ist ein Aufwand in der Woche von vielleicht einer Stunde Spielzeit, wenn man sich auskennt. Am Anfang natürlich, wenn man noch gar keinen Track hat, von was überhaupt abgeht, wird es ein bisschen länger dauern. Heilt er die nicht? Ich habe den Typen nicht mehr mit, jetzt kommt es mir. Also, der Typ ist einfach weg. Müssen wir nochmal neu holen gehen. Wenn die Leute noch nicht wissen, wie was funktioniert, dauert es natürlich ein bisschen länger, aber das ist relativ fix. Die Leute sind durchs Internet und durch die ganzen Content Creator und News-Seiten und Co. ist das alles so schnell verbreitet, dass die Leute exakt wissen, meistens jetzt schon, obwohl sie keinen Beta-Invite hatten oder sonst irgendwo, wo sie schon genau wissen, was sie machen müssen und so. Da soll es auf jeden Fall dann nicht lange zu Problemen kommen und ansonsten ist das normalerweise eine halbe Stunde Aufwand, weil du holst da deinen Ruhm, Ruhm ist capped, machst deine irgendwie deine Maw-Quest und deine Dungeon-Quest und deine Emissary und das war's dann. Dann bist du fertig für die Woche, dann kannst du vielleicht mit Twink noch machen. Dann könntest eventuell den, oder beziehungsweise kommen wir dann zum optionalen Content, weil das ist wie gesagt der Content, den man machen sollte, um halt Charakter-Power zu kriegen. Und dann hast du halt noch so vielen optionalen Content, den du spielen kannst. Und da der Content halt optional ist, heißt es dann wieder, es ist kein Content im Spiel, weil das ist nichts, wo du dann hergehst und ja, mach das mal und mach das mal und mach das mal, sondern
ja, wenn ich gerade da bin, dann kann ich das machen. Wenn ich gerade dorthin gehe, dann könnte ich das machen. Aber das Ding ist, dass die Leute ja nicht mal die Hauptstadt verlassen oder geschweige dann ihr Covenant-Sanktum, sondern da einfach rumstehen werden und keinen Track haben, was sie sonst noch tun können. Selbst im Rom-System wird dir erklärt, was du machen kannst. Umso mehr Rom du hast, umso weiter kannst du die Story spielen, umso höher dein Rom-Level noch dazu ist. Umso höher ist der Item-Reward, den du von World-Quests etc. kriegst. Du hast die ganzen World-Events, die du spielen kannst, Open-PvP-Quests, die es gibt. Es gibt Daily-Dungeon-Quests, wo du hergehen kannst und sagen kannst, ich bin jetzt so der World-Quest-Spieler, ich würde gerne meinen Ruf so farmen wie damals in Burning Crusade. Dann gehst halt her, nimmst deinen Daily-Dungeon-Quest in Oribos an, da kannst einmal Daily-NHC und Daily-HC, oder was, Daily-HC und Daily-Mythic, glaube ich, was. Könntest machen, da kannst du aussuchen, ja, ich will Ruf für Fraktion XY, weil ich da unbedingt einen Ruf haben will. Und dann kann ich das dann machen. Wofür soll ich den Ruf haben? Das weiß ich nicht, vielleicht für dich persönlich, vielleicht willst du irgendwas holen dort. Da gibt es ein paar Berufsrezepte, die jetzt nicht unbedingt Must-Have sind. Es gibt die ein oder andere Legendary-Essenz, um Legendary herzustellen. Aber das gibt es halt ab Rufstufe Wohlwollen, das heißt, das hast du so gut wie instant. Und das Rest ist halt alles, das ist alles optionaler Content. Du hast deine Covenant-Events, da gibt es ja zum Beispiel den Pfad der, oder Path of Ascension oder wie es heißt zum Beispiel. Sehr, sehr cooles Event, macht spielerisch sehr, sehr viel Laune. Oder halt die Party für die Vampir-Boys, die Ventier, macht auch spielerisch. Ist ganz witzig, ist mal was komplett anderes. Was bringt dir das? Gar nichts. Achievements, Titel, Cosmetics. Um das geht es da halt halbwegs, Das heißt, alles was man spielt, ist mehr oder weniger einfach für sich selber. Also das ist nicht so, dass du da gezwungen bist, das und das zu machen und das und das zu machen, sondern du kannst ja tatsächlich aussuchen. Und wie gesagt, ich persönlich freue mich extrem drüber, weil das genau die Art von Playstyle ist, den ich in Games liebe. Ich mag das zum Beispiel auch, wie gesagt, Elder Scrolls Online, was ich jetzt eine Zeit lang sehr, sehr aktiv gespielt habe und Co., wo ich einfach hergehen kann und sagen, jetzt mache ich das, setze mir selber meine Ziele, sage, ich will das und das haben, weil... da gibt es ein cooles Kosmetik, da gibt es einen coolen Titel, da gibt es ein cooles Mount, da gibt es das und das. Und dann kann ich das halt einfach nach und nach farmen. Und das ist natürlich für mich persönlich halt sehr, sehr cool. Und da freue ich mich natürlich unglaublich drauf. Aber für alle anderen wird das wahrscheinlich drauf hinauslaufen, ja, dass kein Content im Spiel ist. Aber da reden wir dann weiter, wenn es halt quasi dann soweit ist. Ansonsten... Shadowlands, mega Bock. Ich wäre auf jeden Fall auf eure Meinung dazu schon mal gespannt. Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Würde mich auch interessieren. Ich meine, das können wir im Stream dann auch nochmal genauer fragen. Was die meisten, können wir dann Voting machen überhaupt in den Tag, also heute. Würde mich nämlich interessieren, was die meisten dann für eine Covenant auch wählen. Da wäre ich auch noch sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten, ich bin zwar noch nicht fertig mit dem Video, aber ich sage es nur jetzt nochmal. Ich streame heute, also wenn ihr das Video seht, ich bin so live ab circa 19 bis... Ich weiß noch nicht wann, wahrscheinlich so irgendwo zwischen 19 und 21 Uhr, sowas tippe ich mal. Ich hoffe natürlich, dass ich schlafen kann. Das weiß ich nie, weil ich bin meistens so hyped bei neuen Add-ons, dass ich teilweise nicht pennen kann. Umso besser ich schlafe, umso länger wird der Stream dann gehen. Ansonsten streamen eh alle anderen auch. Game ist natürlich komplett im Hype, da sind die tausende andere auch noch da. Die man sonst als Alternative auch noch schauen kann natürlich. Aber wie gesagt, ich freue mich natürlich drauf. Was werde ich am Anfang von Shadowlands machen? Ich werde natürlich als allererstes meinen Main leveln. Wie level ich meinen Main? Und zwar, ich habe ja schon im Video erklärt, könnt ihr euch sonst noch mal anschauen, das Shadowlands Video, wie das Ganze funktioniert. Man muss ja der Main Story folgen. Das werde ich genau mit meinem Main machen. Ich werde aber auch alle Nebenquests machen. Ich werde alle Kisten looten, die da sind. Ich werde alle Rares und Co. machen, die ich gerade nebenbei überall finden kann, beziehungsweise mir angezeigt werden. Und ja. Das heißt, ich werde eigentlich jedes Questgebiet, soweit es geht, clearen und schauen, dass ich da gleich alles mitmache. Warum? Weil ich gerne Achievements farme und gerne alles auf alles Mögliche habe mit meinem Main. Deswegen mache ich da immer so gut wie eigentlich das komplette Spiel clear in dem Sinne, damit ich da dann nicht im Nachhinein wieder zurückgehen muss. Dann, wenn mein erster Char Max ist, ich denke mal, ich gehe dann eventuell gleich mal, also nicht allzu lang danach, Mythic plus 0, wahrscheinlich mit einer Pre-Made aus dem Stream. Da werden wir dann ein bisschen Gear farmen. Werden schauen, dass wir ein bisschen an den Gear kommen im generell. Mythic plus 0 droppt ja relativ viel dann. Kann man hin und her traden halbwegs zwischen den Leuten, die zum Beispiel nichts brauchen. Wenn jetzt einmal, also, man kann es nicht direkt traden, weil ja die gleichen Item-Level angelegt sein müssen. Aber du kannst ja sagen, wenn zum Beispiel einer schon Armschienen bekommen hat und dann kriegt er nochmal welche, dann kann man natürlich traden, damit der andere auch noch ein bisschen besseres Gear hat. Und danach werde ich eigentlich so ziemlich fix mal meine Twinks leveln, weil ich will natürlich wieder Content für euch machen auf YouTube und Co. Battleground-Commentary sind natürlich am Anfang schwierig, weil ich keine Charaktere habe, die ich spielen kann, dann außer meinem Main, solange die anderen nicht Max sind.
Deswegen muss ich natürlich schauen, dass ich auch gleich mal meine ganzen Charaktere da irgendwo auf Marks bringe. Da rechts sehe ich auch noch einen Rare Mob gerade rumrennen. Da muss ich natürlich schauen, dass ich die gleich mal level. Sonst wird das nämlich nichts werden damit. Geht der jetzt rechts runter? Oder läuft der gerade mega weird einfach nur? Ne, der läuft unglaublich weird gerade da drüben durch die Gegend. Der hat gerade so mega ausgeholt. Jetzt dachte ich, er geht nochmal für die andere Seite, aber dem war irgendwie nicht so. Dann schicken wir mal alles instant raus. Einfach den können wir eh umklotzen hier. Und ich denke, was für Chance werde ich als nächstes leveln? Ich tippe mal ganz stark drauf, dass ich als erstes meinen Krieger level oder meinen Druiden. Eins von beiden. Der Druide hauptsächlich. Man macht Feral unglaublich Spaß. Also Feral und Tank macht mir am meisten Spaß beim Druid. Aber ich werde ihn wahrscheinlich als erstes leveln oder eventuell als erstes oder maximal als zweites leveln wegen den Berufen halt. Weil der Dudu ist halt mein Farmchan nebenbei. Das heißt, er hat Bergbau und Kräuterkunde. Da kann man nebenbei nochmal ein bisschen Erze farmen. Dann kann ich meine Berufe nämlich gleich mal hochskillen oder vielleicht das ein oder andere Item verkaufen. Das schauen wir dann noch. Will auf jeden Fall gleich mal meine ganzen Berufe wieder oben haben. Achso, ich brauche noch die Schüler. Blödsinn, bis rechts rüber. Das werden wir natürlich dann auch noch machen. Und ja, dann werde ich halt nach und nach die restlichen Chars leveln. Was ich mir noch... Ich habe mir einige Ziele gesetzt für Shadowlands. Deswegen schauen wir mal, was wir davon erreichen. Ich würde unglaublich gerne Gladi hitten in der ersten Season. Das weiß ich aber noch nicht. Da muss ich erst Mates für finden, damit ich spielen kann. Dann natürlich 2400 generell wegen dem Tabard. Tabards sind natürlich sehr, sehr cool wieder. Das sind halt hier die Tabardsionen. Der erste ist natürlich der hier. Boah, den sieht man hier ein bisschen schwer im Gnom. Aber sieht cool aus ohne die Robe. Aber vielleicht eine andere Boss, genau hier. Sieht ganz cool aus ohne die Robe, vor allem weil er durchgehend ist und sieht halt so edel aus, so zugeknöpft halt quasi. Oder zugebunden mit so Laschen. Mach ich sehr. Dann im BVE natürlich die ganzen Achievements anlocken wieder. Alles, was es gibt, egal ob, Raid oder... Ich weiß auch nicht. World, BVP, was es auch immer gibt. Werden wir natürlich wieder alles wie wahnsinnig farmen dann. Und ja, so viel erstmal, was ansteht in Shadowlands. Mich würde natürlich interessieren, was bei euch ansteht. Was habt ihr euch für Ziele gesetzt? Seid ihr überhaupt so jemand, der länger dabei bleibt? Oder seid ihr eher so der Spieler, der halt irgendwie... Ja, ich weiß nicht, es gibt ja, der Großteil der Spielerschaft ist ja heutzutage einfach spielen halt, wenn was Neues da ist, dann lassen sie es gleich wieder und kommen halt meistens dann, wenn irgendwie ein großer Patch ist, der gehypt wird, und spielen dann in der Zwischenzeit wieder was anderes. Ich für meinen Part, ich spiele immer, mir macht WoW einfach rundherum Spaß, nach wie vor, selbst nach all den Jahren. Hab da absolut kein Problem mit. Würde mich natürlich interessieren, könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und was habe ich hier? Das hat ja mehr Wörser, aber ich habe den Transmog nicht, aber ich will meine behalten, meine sind fast besser, weil meine noch Intelligenz drauf haben. Die Robe hat Tempo, Int und Ausdauer, aber kein Wörser. Meine hat 24 Vielseitigkeit. So viele Items, die als angebliches Upgrade angezeigt werden, aber sind halt keins, weil ich eigentlich voll auf Wörser gehen will. Außer der Ring hier vielleicht. Wobei, der eine Ring hat so viel Crit. Der hat Tempo, Wörser und Int. Ich weiß nicht recht. Ich weiß nicht recht. Ansonsten gehen wir jetzt mal die Quest an, weil ich glaube, wir kriegen noch Level Up auf Level 40 und dann können wir uns eventuell noch Epic reiten gönnen, oder? 40 gab's das. Das Gold haben wir auf jeden Fall mit dem Char hier. Ich glaube, da gab es Epic-Reiten. Und Kapitel, glaube ich, haben wir auch fertig, oder? Städte der Heiler. Das sollten eigentlich auch die letzten Quests hier sein. Zack, Level 40. Und die Quest in den westlichen Pestländern haben wir abgeschnitten. Hals haben wir auch noch bekommen. Was war der Hals jetzt? Wo ging der jetzt hin? Ah, da. 7. Oh, der hat Wörser drauf. Den ziehen wir mal an. Verlieren wir zwar ein bisschen Tempo, aber nicht so schlimm. Dann haben wir noch Talente. Aber den Talenten werden wir am ehesten einfach für weltliche Ängste gehen. Warum? Damit kann man sich nochmal ganz nett healen. Jetzt brauche ich nur einen Hotkey, einen neuen dafür. Wo machen wir das jetzt hin? Implosion machen wir irgendwo anders hin. Da brauche ich die andere Leiste wieder. Mir gehen die Hotkeys aus, wenn ich ehrlich bin. Wobei, Dämonen unterwerfen brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Könnten wir vielleicht irgendwo hier hinziehen. Soll das in Zukunft mal benutzen? Ja, ich glaube, das haut hin halbwegs. Das sollte hinhauen. BVP-Talent sagt er mir auch schon wieder. Das scrollen wir kurz durch, damit das nicht die ganze Zeit aufblendet. Und dann, warte, was sagt er mir hier? Ihr habt einen Platz für verfügbare BVP-Talent. Ach so, das ist das hier. Na, meint, ja, dann machen wir da irgendwas rein, solange, damit das weggeht. Ansonsten gehe ich dann erstmal. Hat der sich gerade in den Baum? Das ist mir noch nie aufgefallen, Alter. Steht da irgendwas dabei? Weil meine Heilfähigkeiten verbessert. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Egal. Ansonsten lasst es erstmal gut sein. Für alle anderen, die natürlich heute im Stream mit dabei sind oder natürlich auch die Woche mit dabei sind. Freue mich schon auf euch. Freue mich schon auf Shadowlands. Ansonsten, wie gesagt, Stream ist so online ab 19 bis 21 Uhr. Twitch.tv/Yami.
Wie immer, wenn ihr gerne Briefe in-game schreiben möchtet, für dann die nächste Folge, die kommt, was natürlich ein bisschen dauern wird jetzt, aber könnt ihr euch natürlich überlegen, vielleicht habt ihr irgendwelche Fragen, was euch da brennend interessieren oder vielleicht fallen euch dann in der nächsten Zeit welche ein, die ihr nicht gerade im Stream stellen wollt. Könnt ihr natürlich jederzeit hier stellen, indem ihr auf dem Server Blackrock einen Charakter stellt und dann Dilarim schickt. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben. Solltet ihr sonst noch Fragen, Anmerkungen oder sonstiges haben, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst doch nicht mehr auf meinen anderen Social Media Networks folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.